Die Haushaltung Gottes, Band 1, die Urgeschichte der Menschheit. Viertes Kapitel, die wahre Kirche. Den 22. März 1840 gegeben dem Jakob Lowe. So sprach der Herr zu mir und in mir für jedermann, und das ist wahr, gewiss und getreu. Meine Gnade ist ein reicher Schatz, wem sie zuteil wird, der wird keinen Mangel haben an allem jemals, zeitlich und ewig. Daher soll sich jeder bemühen, sich diese ja sogleich zu eigen zu machen, denn ich gebe sie jedem, der sie nur immer haben will. Denn siehe, wollet ihr Vergebung eurer Sünden, so werden sie euch vergeben, so ihr wahre Buße wirket durch Jesum, welcher ist mein lebendiges Wort und die Liebe in mir. Und die Pforten des Himmels stehen euch offen, und so ihr hinein wollet, könnet ihr hinein, und da schauen das Angesicht eures heiligen Vaters, der ich es bin, der ewige Gott Jehova. Das könntet ihr tun, vermöge des lebendigen Wortes, welches ist Jesus Christus, oder die ewige Liebe und Weisheit in mir, woraus alles Gute und Wahre fließt. Die Liebe ist euch gegeben von Anbeginn, denn sie ist das eigenste Leben in euch, so wie die Macht in meinen Geschöpfen, die zwar auch aus meiner Liebe hervorgeht, aber doch nicht die Liebe selbst ist, da in ihr keine Freiheit ist, sondern nur die Wirkung der Liebe, welche aber an und für sich ist ohne Leben. Daher auch alles, was hervorgeht aus der Macht, an und für sich ist tote Materie, deren Leben nur scheinbar ist. In der Wirklichkeit aber ist es der Tod. Daher, so jemand seine Liebe an die materielle Welt heftet, so wird seine Liebe an sich durch die Macht des Todes erdrückt. Und die Folge ist dann das Los der Materie oder der Tod. Wer aber seine Liebe zu mir richtet und an mich heftet, der verbindet seine Liebe wieder mit der Liebe oder mit dem Leben alles Lebens. Der wird dann lebendig durch und durch. Nun aber siehe, die Liebe an und für sich ist blind und finster und eben dadurch frei und unabhängig, aber auch eben dadurch in großer Gefahr, sich zu verlieren und zugrunde zu gehen. Darum gebe ich aller Liebe zu mir nach dem Grade ihrer Größe auch also gleich den gerechten Anteil des Lichtes hinzu. Und das ist ein Geschenk und heißt die Gnade. Mit dieser fließe ich bei jedem Menschen ein nach dem Grade seiner Liebe. Daher, so jemand die Liebe hat, da er mein Gesetz in sich lebendig macht, welches die höchste Liebe ist, über den werden Ströme des Lichtes ausgegossen werden und sein Auge wird durchdringen die Erde und wird schauen die Tiefen der Himmel. Sage es den Kindern und sage es allen, sie mögen sein, welcher Religion sie wollen, ob römische, ob Protestanten, ob Juden, ob Türken, ob Brahmi, ob finstere Heiden, kurz, für alle soll es gesagt sein. Auf der Erde gibt es nur eine wahre Kirche, und diese ist die Liebe zu mir in meinem Sohne, welche aber ist der Heilige Geist in euch und gibt sich euch kund durch mein lebendiges Wort. Und dieses Wort ist der Sohn, und der Sohn ist meine Liebe und ist in mir, und ich durchdringe ihn ganz. Und wir sind eins, und so bin ich in euch, und eure Seele, deren Herz meine Wohnstätte ist, ist die alleinige wahre Kirche auf der Erde. In ihr allein ist ewiges Leben, und sie ist die allein Seligmachende. Denn siehe, ich bin der Herr über alles, was da ist. Ich bin Gott, der Ewige und Mächtige. Und als solcher bin ich auch euer Vater, der Heilige und Liebevollste. Und diese alles bin ich im Worte. Das Wort aber ist im Sohne, und der Sohn ist in der Liebe, und die Liebe ist im Gesetze, und das Gesetz ist euch gegeben. So ihr es beachtet und danach tut, so habt ihr es in euch aufgenommen. Dann wird es in euch lebendig und erhebt euch selbst und macht euch frei. Und ihr seid dann nicht mehr unter dem Gesetze, sondern über demselben in der Gnade und im Lichte, welches alles meine Weisheit ist. Und das ist die Seligkeit oder das Reich Gottes in euch oder die allein selig machende Kirche auf der Erde. Und in keiner anderen ist das ewige Leben als nur einzig in dieser. Oder meinet ihr denn, ich wohne in den Mauern oder in der Zeremonie oder im Gebete oder in der Verehrung? Oh nein, ihr irret euch sehr. Denn da bin ich nirgends, sondern nur, wo die Liebe ist, da bin ich auch. Denn ich bin die Liebe oder das Leben selbst. Ich gebe euch Liebe und Leben und verbinde mich nur mit Liebe und Leben.
aber niemals mit der Materie oder mit dem Tode. Denn darum habe ich den Tod überwunden und die Gottheit mir untertan gemacht, damit ich alle Gewalt habe über alles, was da ist. Und meine Liebe herrsche ewiglich und mache lebendig alles, was sie untertan ist. Und wie meinet ihr denn, dass ich eurer im Tode harre, während ich doch das Leben selbst bin? Daher geht zuvor in die wahre Kirche, da Leben innen ist, dann erst in die Tote, damit sie lebendig wird durch euch.